Hallo miteinander und willkommen zu einer weiteren Vorstellung, zu einem weiteren kleinen Spiel, was ich schon seit einiger Zeit eigentlich schon auf der Liste habe und ja, bisher noch nicht so wirklich dazu kam, es zu spielen. Das Ganze ist der Gladiator Guild Manager. Da ist schon jetzt von einiger Zeit, glaube ich, sogar in der Vollversion rausgekommen. Das glaube ich gar nicht mehr Early Access. Auf jeden Fall wunderschöne Grafik, schön Comic gezeichnet und so weiter. Und wir verwalten eine Gladiatorengilde in dieser ganzen Sache. Und schön ist, man kann die Leute alle benennen. Das heißt, ich kann euch wieder hier schön in den Kampf schicken. Na, also mit Quests und normalen Kämpfen und hast nicht gesehen, Ausrüstung, bla bla bla. Alles Mögliche. Genau, wir sind, nehmen wir mal die Teamfarben rot, na, wir bleiben bei dem guten Blau. Ansonsten lassen wir hier alles mal auf normal. Weil ich gar solches Tutorial anlassen oder soll es nicht anlassen. Ich glaube, wir brauchen es nicht wirklich. Wir können auch ohne starten. Ich weiß schon ungefähr, wie das Spiel funktioniert. Also ein bisschen reingespielt habe ich. Ja, Slan hier, ne? Ja, servus. Wir sind der neue Gildenbesitzer. Willkommen. Ja, was ist mit dem vorigen Besitzer eigentlich passiert? Er war nicht aus dem richtigen Holz geschnitzt, der Junge, offensichtlich. Okay, wir gucken uns mal um. Anyway, I'm Slan, your guild assistant. Das ist unser Assistent hier. Ja, ist mir eine Freude. Let me give you a heads up. Gladiator Championships are organized at the start of each. Zu Beginn jedes Monats kommt eine Meisterschaft. Alles klar. Then there's the old arena named the Ring of Death. We can join the action there each week. They organize it. Okay. In der alten Arena, dem Ring des Todes, können wir jede Woche an einem Kampf teilnehmen. Die machen viele verschiedene Kämpfe. Alles klar, verstanden. And lastly, the Deadwoods has its fair share of problems. Richtig, also wir kämpfen nämlich nicht nur quasi in der Arena, sondern wir haben auch immer wieder Quests hier von verschiedenen Fraktionen. Hier oben, ne, von den Baronen, von dem Nekromanten oder von den, vom Volk, von den Bauern einfach. So, so starten wir also am Anfang. Das ist quasi hier die erste Meisterschaft dann auf dem Friedhof. Das ist unsere Gilde, da ist diese Arena, die erwähnt wurde. So, unsere Gilde selbst, da können wir hier ausbauen. Da können wir hier bessere Leute rekrutieren, beziehungsweise die leveln dann schneller. Oder wir schalten ganz neue Klassen frei, wie hier zum Beispiel den Frostmanten oder den feuerspeienden Feuerturm-Typ-Pyromanten heißt er, richtig. So, wiederbeleben können wir unsere Leute auch. Ihr habt gesehen, man kann auch mit Permadeath spielen, habe ich jetzt mal nicht angemacht, ne, weil, ne, aus vorstellungstechnischen Gründen. Und hier unten kann man zum Beispiel, ne, wir können momentan 4 Gladiatoren haben, da seht ihr hier, kann man hier aufwerten oder hier auf der linken Seite verschiedene Gegenstände, kann man hier auch aufwerten, wenn man möchte. So, das erste, was wir also machen müssen, ist, wir brauchen mal Gladiatoren. Okay, ach guck mal, da ist der erste Deck Level 2, Pendulian. Ja, den, aber nehmen mal den Kollegen hier. So ein Tank auf Level 2, die sind ganz gut, die Jungs hier, die können eine Menge abwehren. 675. Ja, 420 Gesundheitsstärke. Was hat er denn? Er hat rote Lungen. Die Wut des Gladiators ist um 40% erhöht, während Roten Nebel, und er regeneriert außerdem 100% schneller. Okay, bei Roten Nebel. Und Energievampir, jeder Angriff entzieht dem Gegner 5% Ausdauer und Halt beim Gladiator. Okay, das ist nice. Ja, man kann natürlich auch eigene Köpfe einstellen. Das sieht aber super affig aus, wenn die nicht angepasst sind. Also ja, das ist dann quasi ein Bild, was hier als Kopf dann drin ist. Holen wir uns mal den Typ hier. Ja, und dann bleibt nicht mehr viel anderes übrig, wa? So, mal vielleicht gucken, nehmen wir uns der 160. Nehmen wir mal zwei davon, hä? Wir können auf jeden Fall 1 gegen 1 CE kämpfen. Ja, nehmen wir die mal nochmal so ein hier. So. Zwei normale Ritter, ja. Wir werden uns hier mit der Zeit auch irgendwie Geld verdienen können. Wir können auch zur Bank, wir können auch ein bisschen was verkaufen. Das ist vielleicht in dem Fall gar nicht so schlecht, weil wir erstmal nichts bauen. Und verkauf mal Holz. Dann können wir uns nämlich vielleicht. Ja, Dürrenmarkt. Sofern können wir ihn noch kaufen. Lorelei, also momentan noch. Sie ist Regenabsorption. Gladiator heilt sich um 5% alle 1 Sekunden, während es regnet. Und heimisch fühlen. Wenn Gladiator mehr als 2 Monate in deiner Gilde verbracht hat, wird Agilität zum Kampf beginnen. Oh, okay, cool. So, jetzt haben wir 2 Nahkämpfer, 1 Fernkämpfer. Zerski the Giant heißt dieser Typ. Aha. Naja, okay. So, also wir benennen natürlich mal oben hier. Das ist hier ganz offensichtlich Ranak. Wer auch sonst.
Wobei, nee, wir haben ja Orks hier eigentlich auch. Das heißt, wir können uns dran gar nicht aufbewahren. Guck, wir fangen mal diesmal hinten an. Ne? Und das ist das hier nämlich Walli. So. Das ist der Brathering. Und das hier. Tja. Wer darf das Mädchen sein? Ich mal kurz mal überlegen, wer ist denn da noch? Ja, könnt, machen wir mal eine Boomstick hier. Weil, wieso nicht? Sie ist ja ein Schützin. Oder so, ja. So, jetzt haben wir diese drei Leute hier. Und das Einzige, was wir jetzt erstmal machen, ist in die Arena gehen und sagen, hey, wir wollen hier kämpfen. Ich hatte, bei meinem Testspiel hatte ich einen, es gibt so einen Trade, dass der Typ einsamer Wolf ist, dann wird er extrem stärker in den One-on-Ones. Was halt super interessant ist dann in dem Fall. Und wir versuchen mal ein 3 gegen 3, auch wenn ich da am Anfang im Aal immer verloren habe. Okay, so. Also ihr könnt Qualitätspunkte hier theoretisch setzen, aber ich habe das ehrlich gesagt auch ohne gespielt die ganze Zeit. Kannst auf einen Gladiator klicken. Ne? Dö. Helf ihn dann. Dö. Hier, den da. So. Und Walli macht das. Und ja, also wir werden natürlich massiv erstmal. Also es ist halt wichtig, dass wir diesen Typ hier erstmal erledigen, ne? Und Kampf. Komm schon, jawohl, einer ist weg. So, jetzt lassen wir sie mal machen, ne? Ihr seht, die wehren auch ab, aber wir können auch ein bisschen ranzoomen, ne? Das sieht super hübsch aus, die Grafik. Also muss ich echt sagen. Jetzt, nein. Ah. Geh doch weg. Wow, er hat es geschafft gerade eben. Ja, super, weil es ist auch tatsächlich auch so, ne? Immer wenn jemand stirbt, dann kriegt er auch keine XP. Wir brauchen XP zum Level natürlich. Höhere Level bedeuten stärkere Gladiatoren und so. Und da gibt es immer hier so ein bisschen quasi Lootboxen, ne? So ein bisschen Gold, ein bisschen davon und ein kleiner Gesundheitstrank. Klar. Nur mit. Das ist schon mal ein guter erster Kampf. Keiner ist gestorben. Das ist erstaunlich. Also, ja, da war mein anderer Anfang etwas holpriger. Aber gut, da hatte ich jetzt noch gar keinen Plan, was ich mache. So, jetzt lädt sich das Ding hier wieder auf. Und wir können hier vorne mal Zeit verstreichen lassen. Tod und Wiederbelebung ist das, glaube ich, aber nur ein Ereignis. Temple of Revival sits within the guild, resurrecting gladiators. But it takes some time. Genau, das dauert ein bisschen Zeit. Ansonsten können wir mal bezahlen, dann geht's schneller. Und bei diesen Turnieren, da können wir die auch reviven, aber dann kostet es immer hier diese Mana-Kristalle tatsächlich. Das ist dann quasi instant. So, zack. Gegenschatz macht Neuigkeiten. Hilfe bei Totenerweckung. Some half-wit peasants have blocked the graveyard. So, das ist jetzt eine Quest. Preventing my necromancers from performing their work. Zwei Gladiatoren. Gegen Cap und Gurk, zwei Bauern. Mistgabelträger, offensichtlich. Ja, vom Nekromanten hier. Der ist ein bisschen immer gegen das Volk, so wie ich das verstanden habe. Der holt sich ja halt die Leute hier und macht da irgendwelche komischen Leute draus. Werden sie in Stücke hacken. Wir können uns dann hier quasi aussuchen, was wir als Belohnung haben möchten. Also ein Ausdauer um 40 Punkte. Stärke um 4 Punkte. Ja, da kann man schon was mit anfangen, ne? So. Und es kostet uns halt 10 Ruf hier bei denen, beim Volk. Aber das ist, denke ich mal, noch okay. Wir machen das mal direkt. So. Da gesehen zwei Leute. Ah ne, wir können sogar drei Leute auswählen. Dann ist ja ganz easy, komm. Macht euer Ding. Jetzt möchte ich mal Prioritäten setzen. Das kriegen wir auch so hin. Jawohl, ja. So, nochmal XP für uns. Großartig. Ein weiterer Sieg für die noch junge Truppe. So schaut's aus, ne? Wir brauchen mehr Stärke. Oder warte mal, mach mal lieber. Also hier nochmal das hier. Und hier könnte man sogar das Schuhwerk mal mitnehmen. Weil, das könnten wir ja im Boomstick ja geben. Dann kann ich ihn schneller abhauen. Ne? Also nur wenn die ganzen Nahkämpfer quasi eliminiert sind, bleibt sie ja dann in der Regel stehen am Ende. Okay, wir können auch wieder hier kämpfen. Der Tonmarkt, da können wir auch jetzt zugreifen. Jetzt konnten wir uns noch so einen Miguel den Ork holen hier. Upsi, ich wollte eigentlich nur angucken, was er hat. Aber ist okay, er ist nämlich extrovertiert. Das ist großartig, hat viel Gesundheit. Verringert Stärke des Gladiators zum Kampfbeginn um 30%, aber für jeden weiteren Verbündeten erhält er 10%.
Okay. Dieses Bärchen. Okay. So, das ist nicht. Ja, das ist Kranak hier, ne? Ein Ugestein muss hier erstmal sein. Hat sich gereimt. Bin voller Freude deswegen. Okay. So, mehrere gegen einen. Das sind so quasi, ne, meistens mehrere gegen einen höheren. Okay, gegen Razak. Das ist ziemlich klar, was wir hier machen, wa? Oh no. Ja, pack mal Blatthering zurück. Machen wir es mal so, weil der kann nämlich umschubsen, die Leute hier. Kämpft. Ja, da habt ihr es gesehen. Das ist ziemlich mächtig, wenn man. Ne? Wir sind der eine Schlag, hat ihm die Hälfte der AP abgezogen. Berserker-Boys hier am Start. Äpfel, ne? Okay. Einsammeln. Ein bisschen Ressourcen gab es auch. Alles klar. Und ihr seht, wir sind eigentlich schon voll hier unten. Das ist aber für den Moment auch okay. Dann lassen wir wieder Zeit verstreichen. Und eine Quest oder sowas kommt. Hier Gegenstandsmarkt, ne? Also wir können auch Gegenstände einkaufen. Stärketrank, also ne, Buch des magischen Schilds. Magische, das ist ja 100 Schaden pro Level des Gladiators absorbiert. Ist nicht auch geil eigentlich, ne? Vielleicht besonders gut bei Leuten. Also so Zauberer oder Fernkämpfer sind super squishy. Also die gehen super schnell kaputt. Das hier hätte ich ganz gerne. Mal ganz kurz die Gilde. So, wir könnten das Ding aufwerten. Dann leveln diese Jungs hier nämlich schneller. Deswegen ist es so extrem schlecht. Und eigentlich würde ich ganz gerne das Ding kaufen. Wir hätten es auch kaufen können, gerade eben noch. Hatte ich nämlich noch gar nicht vorher, Leute. Ich hatte so einen Eismagier, weil ich dachte mir, ne, so ein bisschen freezen, damit die nicht auf uns zukommen können. Das ist eine gute Idee. An sich ja, aber der ist irgendwie so schnell immer aus, out of order gewesen, dass der super nutzlos war. Vor allem hat er irgendwie nur einen Schuss ausgehalten oder zwei. Das ist eine ganz bittere Geschichte. Thornmark-Neuigkeiten. Ich bin bei Totenerweckung nochmal. So, the blighted halfwits are at it again, interrupting our raising rituals. Have you ever seen what a half-baked ghoul looks like? We had to bash his demented brains in as a mercy. Now, I would like you to do the same to those peasants. Alles klar, werden wir machen. Wir werden diese Peasants eliminieren. Da ist ein Mütterchen noch dabei. Die schmeißt mit Messern nach uns. Okay, kein Problem. Ja, es ist ganz interessant, weil bei meinem Playthrough war ich immer nur für die Baronin unterwegs. Der Typ kam gar nicht auf mich zu. So können wir dann natürlich hier ganz schön durch den Sonne. Machen wir dich hier drüben. Also du, ne? Wir, also die Mütterchen, ne, die macht schon gut Schaden, ja? So, dann geh mal auf die drauf. So, du gehst auf den Typ hier drauf. Und schütze auch aufs Mütterchen zunächst mal. Ob sie uns durchlassen. Au. Das so schlau war? Oh, Schützin macht das, oder? Komm schon. Komm, Sticker. Jawohl, ja. Wie ein Maschinengewehr. Legolas-Style. Und Level 2 für sie. Ja, da war es halt, ne? Da war schon einiges los, ne? Ja. Also, ne? Belohnung. Wollen wir uns öfter wecken lassen beim Turnier? Ich kann auch beides nehmen, wa? Nein. Ich kann zwei nehmen halt. Nehmen wir das hier und das hier. So, zack. So, die heilen sich jetzt, weil sie beide gestorben sind. Haben natürlich auch keine XP bekommen, so wie ich das jetzt bisher verstanden habe. Aber wir können hier Bogenschützen leveln. So, und ihr seht immer, wenn man hier drunter hovert, seht ihr, wie viel das beiträgt zum Schaden. Stärke macht hier tatsächlich eine ganze Menge aus, witzigerweise. Und denken wir, dass es nur Agilität ist. Die Agilität macht aber die Präzision. Ja. Ein bisschen mehr HP hätte ich trotzdem ganz gerne. Bewegung ist halt fürs Abhauen gut, haben wir ja gesehen. Bisschen mehr Schaden, bisschen mehr Agilität hier. Ja, nochmal mehr Gesundheit. Tatsächlich. Die sind nicht so optimal quasi. Aber sie haben hier ein 2 gegen 2. Wir könnten also Kranak und Boomstick ja mal versuchen. Und der kriegt jetzt auch dann mal das hier und kann sich mal den Heilungstrank mitnehmen.
Und sie kann mal so einen Ausdauerapfel mitnehmen. Okay, hi. Okay, normale Typen hier. Oh ja, mach mal. Das wird. Das ist der Vorteil von ihm, dass er die umhauen kann, ne? Sieht aber echt gut aus momentan. Sehr schön. Das ist ein schöner Finisher hier, ne? Beim. Ja, Finisher nicht wirklich, aber Volksfreudentanz am Ende. Gesundheitstrank kann man wiederbekommen. Gut. Ich glaube, die wenden das immer dann automatisch direkt an. Das ist super schnell eigentlich, aber das hat uns, glaube ich, doch geholfen, weil der Erstschlag, der hat ihm bestimmt viel Schaden gemacht. Das ging jetzt eigentlich auch zu schnell, um es zu sehen. Ja. Sieht also, es geht alles relativ flott. Ist aber nicht schlimm. Es sind viele Pyromanten hier, ha? So, ja, ja, ich wollte eher links klicken, ne? Ich nehme mal die Trades immer angucken. Doch in der Rippen ist nicht so geil. Der ist wieder heimisch fühlen, der Typ. Ich hätte gern so einen einsamen Wolf. Fels in der Brandung. Nicht umgeworfen werden, ist natürlich auch nett. Kein Knockback. Ah. Schwindelnde Ambitionen, extrovertiert. Ist bei euch irgendwas Gutes? Hirntrauma. Das ist natürlich sehr schlecht bei jemandem, der Intelligenz basiert ist. Älterer Vampir, das ist der Typ hier. Gegnern Schaden zuzufügen, heilt 5% der Maximalgesundheit. Dieser Pyromant, der. Sie müssen erstmal Gladiatorenplätze aufwerten. Pyromant 5 Steine noch. Okay, Moment mal, Bank. Mein Gott. Nee, halt hier. Ne? 5 Steine bitte. Dann bauen wir doch das mal. Feuerturm. So. Achso, genau, jetzt müssen wir hier unten aufwerten. So. Holz kriegt man relativ viel. So, und dann können wir uns diesen. Eigentlich wollen wir den ja haben, weil der dieser der Vampir ist. 250, okay, wir verkaufen mal noch was. Holz, schätze ich. So. Ja, der Turnmarkt. Ja. Nimm den älteren Vampir. Kaufen. So. Mein erster Pyromantenboy. Mal gucken, was der so kann. Jetzt sind wir natürlich super blank. So, unsere Nahkämpfer sind wieder geheilt. Da wurde das immer am obersten Nekromanten. Ja. Our Necromancer sent us a letter asking if we would like to enter into an alliance with him. Ja, es ist auch freundlich, ne? Okay, wir, natürlich gehen wir mit einer Allianz mit dem Typ. Der dürfte uns jetzt wahrscheinlich auch Rabatt auf bestimmte Einheiten. Okay. So, halt. Man schließen sich den. Der, ja, Nektomanten. Also Zombies, ne? Schauen Sie mir mal gerne an. Blöd ist nur, ich habe gerade kein Geld. Was haben wir denn hier? Verseuche. Srix, der ist also auf jeden Fall intelligenzbasiert. Dann haben wir hier Xurdis. Was bist du denn? Du bist ein Henker. Die sehen super nice aus, die Jungs. Gegenabsorption und extrovertiert wieder. Kosten halt auch Geld. Also wir müssen erstmal kämpfen gehen nochmal. Das bleibt jetzt aber zum Glück ein bisschen stehen noch hier. So, ich muss auch nochmal was verdienen hier. Ja, wir werden das Blut dieser Peasants hier auf jeden Fall äußerst krass vergießen. Ja, versuchen wir es mal. So, 3 Leute. Ist halt echt die Frage, ne? Also der hält das hier locker, ne? Wir werden es mal nicht nach hinten schicken direkt. So, wir. Ja, geht ihr mal tatsächlich auf die. Ich krieg das Ding nicht erwischen, ne? Komm schon! 9! Es ist sehr wichtig, dass ihr diese Mütterchen angreift und nicht jemand anders. Dann komm hier. So. Und dann machen wir es anders. Warte mal, ich kann es ja auch so. Ich kann es ja auch so machen, ja? Ich anwähle.
Es ist ein. Also ich meine, kann das auch ohne diese Sachen erstmal spielen, ne? Okay, so, das passt. Feindliche Fernkämpfer sehr hoch. So. Und deine. Feindliche Fernkämpfer sehr hoch. So. Und du machst feindliche Kämpfer. Okay. Tut es. Oh, ich habe vergessen, die Sachen zu verteilen, ne? Ja, das meinte ich übrigens nur hier. Oh, zumindest konnte er noch die eine raushauen. Diese scheiß Mütterchen, Mann. Die werden uns töten. Außer unser guter... Was, Gott, jetzt weiß ich gar nicht, wer das ist. Das ist Wally. Wally haut das raus hier. Der macht die alle platt. Der macht die echt alle platt, oder? Sehr gut. Wir haben noch Ausdauer. Solange wir Ausdauer haben, können wir auch zuschlagen. Puh. Ja, ihr seht, das war jetzt gar nicht so einfach. Und das ist einmal das bei den Magiern. Die sterben immer schneller, als man gucken kann. So, ja, Intelligenz eher nicht. Wir nehmen mal die Rüstung mit. Und ansonsten das Geld, weil wir ja... Das war ein friedlicher Protest, ja, offensichtlich. So. Ist die Frage, können wir denn schon jemanden von seinen Leuten? Ja, wir könnten. Ach, die sind günstiger hier. Mit Rabatt. Weil sie komische Sachen haben, oder was? Ich habe nichts Bestimmtes, diese Henker hier. Korglux. Schattenblitz und Ghoul erwecken. Oh. Ja. Auch nur 70. Wir müssen wieder irgendwas verkaufen. Hier. So. Ich möchte mehr dieser komischen Untoten haben. Korsat, der hat mehr Gesundheit. Mal dich hier. So. 25% weniger als Level 2. Ich denke, das reicht erstmal. Wir haben auch jetzt zwei Teams, die wir quasi einsetzen können. Auch Level Up hier bei Wally. Und die auch benennen diese untoten Leute. Okay. Ne, bei denen ist halt Gesundheit super wichtig, finde ich. Mal noch Ausdauer hoch und dann Rest in. Ja, bei ihm ist es witzigerweise Agilität, die mehr Schaden macht, aber. Gut. Wir haben jetzt tatsächlich genug Leute, um hier auch weiterzumachen, was natürlich ganz geil ist. Wir leveln dich weiter. So, ja, Prioritätspunkte angepasst. Ja, ich weiß, das ist okay auch. Wir jetzt mal versuchen, hier vielleicht die drei reinzuschicken in den Kampf. Wir haben jetzt noch eine hier. Eins versus eins. Das schicken wir unseren besten Mann natürlich, Wally. Tu es. Ja. Keine Chance, guckt euch das an. Dann ist ja alles abgewehrt. Ja! Yeah! Gut. Ich weiß schon, wie ich den Henker nenne. Oh, guck mal. Oh, ein episches Netz natürlich, ne? Oh, oh. Ja, sehr schön. So ein Diamant, der wird uns helfen. Und ein schwacher magischer Ring. Alles einsammeln. Das werden wir noch brauchen bei der eigentlichen Arena dann. Gut. Dieser Intelligenzring, den kann er ja schon mal an. Zack. Hat auch dringend ein Level und so weiter. Tornmark sind auch wieder richtig dicke Angebote am Start. Brauchen aber noch Namen. Ne? Dieser Pyromant. Tja. Das könnte, hätte ja eigentlich auch Boomstick sein können. Moment. Das ist Red, weil Red passt eigentlich gut zu dem Pyromanten, wie ich finde. So. Red. Gut. Und dann haben wir hier diesen Typ. Das ist der Nekromant. Das darf Shadow Murloc sein. Das passt auch ganz gut. So. Und dann haben wir hier den Henker. Das ist Tekken. So. Okay. Ja, wir müssen warten dann. Erstmal. Ehrlich gesagt, warte mal. Bei 102, ich würde schon sagen, ich hätte schon noch gerne so eine, aber was ist das für eine Eigenschaft? Das Geschwät um 5 verringert. Kann Schattenschild und Fluch aussprechen. Das ist so ein Supporter, glaube ich, ne? Ja.
der andere? 120, du bist extrovertiert. Ach komm. Was soll der Geiz? Machen das jetzt mal knallhart so. Willst du, dass wir. Warte mal, wann ist es Sold? Oh oh. Ja, Ja, wir können sie wohl doch nicht erneuern. Das erste. Meisterschaft, okay. Die Meisterschaft. Ja, da sollten wir wohl antreten, schätze ich. Sold haben wir auch bezahlt. Jetzt gucken wir mal, ob wir für 60 was auf dem Gegenstandsmarkt noch holen können. Nicht wirklich. Ja, komm, wir versuchen es, ne? 5 Kämpfe. Müssen wahrscheinlich eine ganze Menge hier wiederbeleben dann. So. Ja, nächster Kampf. Hier ein Level 2 Berserker. Können wir das immer aussuchen? Hier gibt es halt epische Belohnungen. 3 Gladhorn gegen 2. Das kriegt man, denke ich, hin. So. Wir haben nämlich Level 3er, darf man nicht vergessen. Und dann hauen wir doch mal den Shadow Murloc hier dazu. Und den taggen. Auch viel Gesundheit. Waffenparade blockt einen Nahkampfangriff mit 38 Schaden. Nahkampfangriff, der macht so gut wie gar nichts. Aber berstender Schatten. Alle Gegner. Okay, das finde ich gut. Ja, und vor allem, wir haben die noch gar nicht gesehen im Einsatz hier. So. Da warte mal, mach's mal so. Kampf. Und wir kriegen ja gleich nochmal jemanden. Ja, nämlich einen Ghoul, der uns hilft. Sehr schön. Das ist doch gar nicht schlecht hier. So, und XP für alle, das ist perfekt. Sehr gut, sehr gut. Und die, ne, die kriegen natürlich, ja, wie soll man sagen? Okay, die sind immer so ein bisschen gefährlich, weil die halt Leute ausnocken. Ich würde eher mal gegen die hier gehen. Können eh zu dritt rein, also. Zack. Ja, taggen und nimm mal diesmal Red mit. So, kämpfen. Kämpfen? Kämpfen. So, weil, ne, diese Feuerbälle sind schon nicht schlecht, solange der Zeit hat, die zu casten. So machen die Schaden ohne Ende. Ja, jetzt wollte er nach hinten durchlaufen. Nein, nein, mein Freund. So nicht. Okay, nächster Kampf. Was haben wir denn hier? Mehrere Heiler. Zuerst geht der Gigant. Einer gegen drei. Kriegt mal hin. So. Macht ihn fertig. Hier. Es klingen halt die Leute zu leveln. So einer. Also zwei Damage-Dealer und einer fürs Tanken. Der brennt. Sehr gut. So, und der nächste Kampf. Nur Schützen? Ja, da bräuchten wir irgendwas, was schneller ist, ne? Zwei Level 1. Dann nehmen wir natürlich das hier. Wir sind ziemlich weit hinten. Also, tun wir mal dich hier mal dazu. Oh, das ist halt echt die Frage, ne? Mal Shadow Murloc noch, dass der hier den Ghoul raushauen kann und dir läuft hoffentlich schnell genug hin, dass wir die erwischen. Wir haben halt nichts Schnelles, ne? Wir machen es anders. Wir hauen dich raus und hauen dich hier unten hin. Und dir nehme ich zwei erstmal. Sie hier ausschalten. So. Ja. Ist auf sie hier. Shadow Murloc. Auf sie hier. So. Wenn ich Kampf ändern. Kampf. Hat echt nicht getroffen, ne? Oh, der Ghoul. Oh. Jawohl. Sehr schön. Noch geschafft. Ja, leider hat es tatsächlich Boomstick ja erwischt. Aber wir könnten sie jetzt auch heilen, wie wir wollten. Ja, also ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Ich will es nicht riskieren, dass also sieht das schon sehr tot aus. Ne? Wir haben mal einen rausgehauen hier, einen Mana-Stein. So, und hier wieder den hier. Klar, gerne. Wieder dich. Müssen wir mal Platz hier auch mal leveln, ne? Eigentlich.
So, und Shadow Murloc. So. Ich schaff das, oder? Also hoffentlich. Der Ghoul hilft auf jeden Fall. Na, auch Blatthedding hat hier eigentlich einen ganz guten Lauf, muss ich sagen. Sehr gut, das war die Schattenexplosion. Jawohl. XP für alle. Arena abgeschlossen. Haben wir gut abgeräumt hier. Eine blaue Sache und vier epische. Eine Menge Gold. Sehr schön, da können wir mehr einkaufen. Und wir haben den Fallkopf des Frostes. Projektilschaden gegen Ziele mit Erfrierung ist um 30% erhöht. Okay, also wenn wir quasi einen Kryonauten oder so wie der Typ heißt, dabei hätten, dann könnten wir das einsetzen. Ansonsten haben wir nochmal schnell das Laufen und nochmal eine Rüstung. Alles einsammeln. So, jetzt wird hier ein neues Gebiet aufgedeckt. Die nächsten, das ist dann die Farm-Arena und das ist ja hier, ne, geht's dann quasi einmal im Kreis. Ja, soweit ist so gut, würde ich sagen. Jetzt können wir doch tatsächlich mal hier noch die letzte gute Frau, und zwar die dann wahrscheinlich auf Level 2 direkt. Ist auch extrovertiert. Intelligenz 30%. Aber hier sind ja viele Leute immer, ja. Und sie hat diese rote Lungengeschichte. Ja, komm, wir holen sie mal noch dazu und dann können wir dich auch noch benennen. Verseuche? Das ist Verseuche, Tobi. So. Taubi. Ja, und dann machen wir, würde ich sagen, in der nächsten Folge weiter. Das werden wir jetzt ein paar Folgen lang spielen. Bin gespannt, wie weit wir kommen. Beziehungsweise. Ja, theoretisch können wir ja keinen, wir haben ja keinen Permadeath, deswegen können wir schon ziemlich weit kommen. Ich denke, ein paar Folgen gucken wir uns das auf jeden Fall mal an. Ich bin gespannt, was halt noch kommt. Ich weiß, es gibt auch viel größere Kämpfe mit ganz vielen Gladiatoren gegen, ne? Gegen viel größere Truppen, also massives Abgehen und so. Ja. Ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr drauf wie ich. Lasst ein Like, falls es euch gefallen hat, und ein Abo, falls ihr mehr sehen wollt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Euer Thorn.